Hallo, hier ist Monika von Stempelpunkt aus Krefeld. Heute gibt es einen neuen Super Samstag Videohop des Stempelzeitteams. Und das Thema ist heute Frühlings- und Ostergoodies. Ich habe euch diese kleine Schachtel mitgebracht. Die habe ich gesehen in der Art bei Paper Pixie. Und die werden wir heute einfach mal nachbasteln. Ich finde sie wunderschön. Und ja, dazu gibt es dann diese Skizze. Und wir brauchen unseren Papierschneider und Farbkarton. Und den brauchen wir in 18 cm mal 14 cm. Und dann falzen wir, und zwar die kurze Seite legen wir an und falzen bei 2 cm. Bei 6,5 cm. Bei 8,5 cm. Und bei 13 cm. Die lange Seite wird gefalzt bei 2,5 cm bei 5 cm. Bei 13 cm und bei 15,5 cm. Bei Paper Pixie ist alles in Inch-Angaben. Ich habe das ein bisschen geändert und dann haben wir alles in Zentimeter. Das ist hier im deutschen Raum doch angenehmer, denke ich. So, wenn wir uns jetzt die Skizze ansehen, dann wird hier was weggeschnitten und hier und hier unten entsprechend. Vorher können wir uns noch diese Linien hier anbringen. Dann nehmen wir die Hälfte von den 2 cm, ziehen das hier runter und hier wird das Dreieck gemacht. Das machen wir mal eben. Dazu brauchen wir einen Faltstift. Und ziehen ihn hier bei 1 cm bis runter bis zur ersten Falzlinie. Und hier wird das Dreieck gefalzt. Hier wird auch wieder die Hälfte genommen. Ziehen das runter. Und hier ziehen wir das Dreieck. Und das machen wir auf der anderen Seite auch noch. Dann falzen wir alles einmal durch. Thank you.
Und jetzt schneiden wir diese Flächen hier weg. Oben und unten auch. Ich nehme den Eckenabrunder. Und runden hier die Kanten von der Lasche ab. Diese schrägen Linien werden jetzt nach innen gefalzt. Und dann werden wir hier noch kleine Eingriffsmulden anbringen. Dazu messe ich hier 2,2 bei 0 und hier entsprechend. Und dann nehme ich mir die 1/2-Inch-Stanze und stanze eine kleine Mulde hier rein. Dann kann ich noch das Designerpapier aufbringen. Dazu habe ich mir das Designerpapier Gartenglück ausgesucht. Zu dem Farbkarton in Grapefruit passt wunderbar dieses karierte Papier Gartenglück. Gibt es noch in 4 weiteren Farben, in großen und kleinen Karos. Und ist eigentlich immer wunderbar einzusetzen. Wir brauchen also Designerpapier, das habe ich schon mal zurechtgeschnitten, einmal in 4,2 cm mal 7,7 cm, zweimal in 4,2 cm mal 2,2 cm und zweimal in 7,7 cm mal 1,7 cm. Und das kleben wir jetzt auf. In der Skizze ist gezeigt, wo das angebracht wird. Also einmal hier auf der Seite, wo die Laschen auf sind. Alles angebracht. Jetzt können wir es zusammensetzen. Dann nehmen wir uns doppelseitiges Klebeband und kleben das hier einfach so mit diesem Trick zusammen. Passt. Jetzt wird das hier reingedrückt. Und hier reingesteckt. Das ist so ein klein bisschen knifflig. So, jetzt habe ich es drinne. Da müsst ihr selber ein bisschen rumprokeln. Ist ein bisschen schwergängig, aber es geht. Und also, es sieht ganz toll aus, finde ich.
werden wir es noch ein bisschen dekorieren. Dazu habe ich mir die Frame-Bit-Stickmuster genommen und ein Oval gestanzt. Die Framelits, die habe ich hier. Die sehen so aus. Ja, das können wir jetzt bestempeln und den Schriftzug hier anbringen. Und für den Schriftzug habe ich mir nochmal den Farbkarton in Grapefruit genommen. Kleines Reststück. Und Ostern ausgestanzt. Aus den Framelits vom Schön geschrieben. Dazu gibt es dann auch das passende Stempelset. Das heißt dann gut gesagt, ist zweiteilig. Da kommt auch noch mal Frohe Ostern drin vor. Da habe ich mir dann nur das Frohe genommen. Und das dann so kombiniert. Das ziehe ich dann auf einen kleinen Stempelklotz. Brauchen wir das Stempelkissen in Grapefruit. Und Ostern kleben wir dann auf. Dann kann man dann auch so ein kleines Perlchen anbringen. Das ist der Perlenschmuck, geteilte Leidenschaft. Den gibt es passend in der gleichen Farbe. Ein Grapefruit. Dann nehmen wir uns Dimensionals. Und befestigen das Etikett auf der Box. So, jetzt haben wir unsere Box fertig. Das sind die anderen beiden. Hier habe ich das Etikett etwas anders gemacht. Das ist mit zwei unterschiedlichen Farben gestempelt, mit dem Stamparatus. Und das ist auch eine ganz tolle Technik. Das könnt ihr dann bei Paper Pixie sehen, wie das geht. So, das wär's für heute. Guckt euch die anderen Beiträge an von den anderen Teilnehmern. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.